Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und heute schauen wir uns die Windows 10 Insider Build 16184 an. Die hat Microsoft erst kürzlich im FastStream ausgeliefert und was wir uns in diesem Video ansehen werden, das ist einmal das Project Neon Design, das jetzt ganz langsam in Windows 10 Einzug hält. Andererseits das neue Feature von Windows 10 Redstone 3, das ist hier die My People Bar, also eigentlich die Meine Kontaktleiste auf Deutsch. Und zusätzlich werden wir einen kleinen Blick darauf riskieren, wie Windows 10 aktuell auf einem Smartphone aussehen könnte. Microsoft will ja angeblich das Interface von Windows 10 so optimieren, dass es sich automatisch, je nachdem, auf welchem Gerät es verwendet wird, auf den Formfaktor skaliert. Das heißt im Desktop, dass wir hier das Startmenü haben, natürlich dann auch den Tablet-Modus, der auch schon bekannt sein dürfte, dann den Fernseher, wie es auch auf der Xbox ist, und das Smartphone noch. Also auf das Windows 10, das Desktop-System, im Prinzip auf kleineren Geräten läuft, circa ab 6 Zoll. So, als erstes schauen wir uns aber die People Bar an. Das ist hier die People-Leiste unter Windows 10 und eigentlich ist das wirklich nichts Besonderes. Hier sehen wir einige meistverwendete Kontakte von mir und beziehungsweise vorgeschlagene Kontakte und hier sind die Apps. Hier kann ich einfach mehrere Apps verbinden. Wenn ich Skype installiert habe, dann ist da auch Skype drin. Und ich gehe dann hier auf Kontakte. So, nehme man hier den hier raus. Und sehe dann die Telefonnummer, die Betreffs, also die E-Mails, die ich bisher geschickt habe. Hier kann ich dann auch verschiedene Apps wechseln. Das heißt, ich kann hier auch Skype ansehen. Und sehe dann auch den bisherigen Chatverlauf mit der Person. Und ich kann hier auch dann einfach in Skype eine Nachricht schreiben. Und das ist nicht wirklich schwer. Und so geht das dann. Also eigentlich ist dann alles, was Kommunikation und Kontakte betrifft, in Windows 10 hier integriert. Und dieser Kontakt bleibt dann auch hier auf der Taskleiste, kann ich auch mit dem Rechtsklick entfernen, wenn ich das möchte. Rechtsklick drauf und dann einfach von Taskleiste trennen. Also das ist auch gar kein Problem. Das Problem ist, bisher unterstützt diese My People-Leiste natürlich nur Skype, die Kontakte-App und die Mail-App, das heißt eigentlich nur Microsoft-Anwendungen. Und es bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass beispielsweise Facebook, der Messenger, vielleicht auch Telegram und andere Anwendungen hier integriert sein können. Also das wäre auf jeden Fall ein cooles Feature von Windows 10, sehr nützlich, wenn die Entwickler es dann auch nutzen. So, hier gibt es noch keine Project Neon, Design-Elemente, hier sieht man eigentlich das noch nicht, aber Groove Music hat kürzlich ein Update bekommen. Und da macht sich dieses neue Design schon ein bisschen bemerkbar. Also, wir haben hier einerseits die Leiste unten, wo man schon ein bisschen hier die Elemente durchsieht, die eben drunter sind. Und wenn ich hier scrolle, dann bemerkt man das auch ziemlich. Und dasselbe gilt auch für die Seitenleiste hier links, also das Hamburger-Menü im Prinzip. So. Auch das sollte sich hier mit dem Hintergrund verändern. Man sieht es nicht allzu gut, denn hier ist der Gaussian Blur, also dieser Filter, der hier eigentlich hinzugefügt wurde, sehr stark. Und deswegen sieht man hier auch nur die farblichen Unterschiede. Also das heißt, man sieht hier nicht wirklich die Konturen auf diesem Display, aber man sieht schon, dass sich hier die Farbe auf der linken Seite verändert. Also das ist eigentlich bisher Project Neon in der Groove Music App. Angeblich, laut internen Konzepten, die ins Internet durchgesickert sind, will Microsoft da noch eine ganze Menge mehr verändern an diesem Design. Aber das sind eigentlich nur interne Konzepte, nichts wirklich Konkretes. Das Einzige, was wir sehen, ist das, was jetzt tatsächlich in dieser Insider-Build drin ist. Und das ist noch nicht sehr viel. Aber Microsoft plant angeblich ziemlich viel mit Project Neon. Und ja, die Zeit wird eigentlich zeigen, was dann eigentlich alles passieren wird. Und jetzt kommen wir zu diesem Smartphone-Modus, von dem ich zuvor erzählt habe. Dafür habe ich die Windows Insider Build hier auf dem Asus ROG G701. Das ist ein aktuelles Top-Notebook mit einer 1080-Grafikkarte, Intel Core i7-Prozessor und 32 GB Arbeitsspeicher. Das hier ist eine virtuelle Maschine, die ich gleich herzeigen kann. Also ihr seht, das läuft eigentlich hier im Betriebssystem drin. Und zwar mit VMware Workstation. Und was ich jetzt machen werde auf dem ist, ich werde einfach hier diesen Modus ein bisschen kleiner machen und skalieren. Also, und ich habe eingestellt, dass ich die Auflösung von Windows, also in diesem Fenster jetzt,
so anpasst, wie das Fenster eben groß ist. Und wenn ich das jetzt dann auf eine Smartphone-Größe skaliere, dann sollte das auch wie ein Smart im Smartphone-Modus sozusagen von Windows 10 sein. Und wir können uns dann einfach damit anschauen, wie gut das aussieht. Ich habe jetzt einmal den Tablet-Modus eingeschaltet und jetzt verkleinere ich das Fenster noch weiter. Etwas so, so auf die Größe eines Smartphones, beziehungsweise das hier wäre schon auch ein größeres Gerät als ein Smartphone und wir können das dann noch kleiner machen und uns ansehen, wie Windows 10 aussehen würde. Aber so haben wir jetzt erstmal alle Elemente hier irgendwie korrekt dargestellt. Wir haben hier das Hamburger-Menü, um alle Apps aufzumachen, einen Ausschalter, Einstellungen und ihr seht vielleicht schon die Apps, die sich hier anzeigen lassen, also zum Beispiel auch die Einstellungen, die werden automatisch skaliert. Also das ist das Coole an Windows 10. Ich gehe jetzt auch hier einfach in die Xbox-App. Und das ist etwas, das mich absolut sehr fasziniert, weil ich weiß selber, wie es ist mit Responsive Design im Internet sozusagen. Man braucht eigentlich Ewigkeiten, bis man brauchte das Internet, brauchte Ewigkeiten, bis die Webseiten sich selbst angepasst haben. Ich erinnere mich noch an diese Mobilseiten, die komplett anders ausgesehen haben als die Desktop-Seiten und auch viel weniger Features boten, also eigentlich eine ganz andere Seite waren. Und mittlerweile ist es so, dass die Websites skaliert werden können und je kleiner man sie macht, desto ja, Smartphone-optimierter sind sie. Und im Prinzip ist es bei Windows genauso und ich ziehe jetzt einfach hier das Fenster groß und dann sehe ich, dass sich hier die Xbox-App einfach an die Fenstergröße anpasst. Und wenn ich das jetzt noch ein bisschen kleiner mache, als ich es vorher hatte, so sagen wir mal etwas Smartphone-Auflösung, dann habe ich hier eigentlich die App, die auf meinem Lumia genauso läuft. Also das ist eigentlich genial und ich sehe hier auch, glaube ich, dieses Konzept von Windows 10, dass es eben dann auch so aussehen könnte. Jetzt machen wir das noch ein bisschen kleiner. Man sieht schon, bei der Taskleiste gibt es schon die ersten Darstellungsfehler. Hier, dass dieses Audio-Menü recht klein ist. Hier ist der Task-Switcher. Und auch der lässt sich problemlos an dieses Design anpassen. Ich starte dafür noch eine App. Hier Groove zum Beispiel. Und auch hier ist es einfach durch die Universal-App, schaut die App auch auf einem kleineren skalierten Display perfekt aus. Und auch hier können wir ohne Probleme den Task-Switcher benutzen. So, hier ist das Infocenter. Das geht momentan nicht komplett über das Display. Auch das könnte man eigentlich so skalieren, dass das geht. Hab dann natürlich auch andere Darstellungsfehler. So sieht das dann aus. Aber so glaube ich, so hoch ist auch kein Smartphone im Vergleich zur Breite. Aber man sieht schon, Windows 10 könnte eigentlich problemlos, wenn es die Hardware gäbe. Also derzeit gibt es eigentlich kein 6 Zoll Gerät. Ja, doch eins, ein Tablet von Toshiba mit einem Intel Atom-Prozessor. Ich glaube 2 GB Arbeitsspeicher, HD-Display, 6 Zoll. Das ist aber etwas so dick. Wahrscheinlich nicht mal viel dünner als dieser Gaming-Laptop. Und auch einen Rand, der wahrscheinlich 2 cm hier auf der Seite ist. Also das ist eben hier, glaube ich, das Besondere an diesem Windows 10 Universal App-Konzept. Und wenn auch das Interface von Windows 10 dann Universal wird, was es ja auch schon zum Teil ist, weil hier kann man eigentlich jede App ganz einfach bedienen. Ich schreibe hier mal einen Standort rein, so Wiener Neustadt, ja, ist egal. So passt sich jede App eigentlich an ein mobiles Design an und auch Windows, das System jetzt, ist eigentlich ohne größere Probleme bedienbar. Also das ist Windows 10, was wir hier haben. Das ist das volle Desktop-System. Und wenn ich das groß skaliere, habe ich dann einfach hier meinen Desktop-Modus wieder, beziehungsweise den muss ich hier einschalten. Und das war's. Also so sieht das dann aus. Ich kann es aus reiner Neugier mache ich das jetzt auch so, dass ich auch den Desktop hier auf klein skaliere. Und das sieht dann nicht wirklich gut aus. Aber die Anwendungen, die werden skaliert. Wenn ich aber den Tablet-Modus einschalte, dann haben wir hier auch eigentlich diesen. Man kann sagen, Smartphone-Modus von Windows 10 sein. Und ich finde das ganz ehrlich super genial. Und ich glaube auch, das ist die Zukunft von Windows Mobile, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, so viel dazu. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich sage Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal.